sehen uns auf reitschuster.de. Und wir als Team, als Fernsehgartenteam, haben aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass jede Menge Positives los ist in der deutschen Singer-Songwriter-Innenszene, ja? Und in genau diese, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Und genau in diese Kategorie. Was ist hier los? ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel gendert hier im ZDF-Fernsehgarten. Es gibt Buhrufe aus dem Publikum oder einen Buhruf. Eine Frau, eine Zuschauerin schaut offenbar unzufrieden und sie entschuldigt sich und sagt, ich muss. Für mich eine ganz eindeutige Szene und damit ein Indiz dafür, dass beim ZDF gegendert werden muss. Und jetzt hören Sie sich an, was das ZDF daraus macht. Bild fragte nach, das ZDF dementierte, es gibt keine Anweisung zum Gendern im ZDF-Fernsehgarten. Andrea Kiewel ist es ein persönliches Anliegen, alle anzusprechen. Daher verwendet sie die Formulierung Singer- und SongwriterInnen im Zusammenhang mit muss. Also offen gestanden komme ich mir hier völlig für dumm verkauft vor. Schauen Sie sich das jetzt nochmal an, ob Sie hier wirklich das muss, ob das sich auf die Sing- und SongwriterInnen bezieht. Ich blende es jetzt noch einmal ein. Und wir als Team, als Fernsehgartenteam, haben aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass jede Menge Positives los ist in der deutschen Singer-Songwriter-Innenszene, ja? Und in genau diese, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Ganz ehrlich, für wie dumm hält das ZDF die Gebührenzahler innen, wenn es sagt, dieses muss sei hier zu der Formulierung die Fortsetzung. Es ist ganz klar, dass es sagt, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Jeder, der ein bisschen sich mit Kommunikation auskennt, der sieht das. Aber es geht noch weiter. Und jetzt schauen Sie sich an, was für eine Erklärung die Moderatorin selber jetzt zu Protokoll gibt. Mich hat's umgehauen. Niemand, nicht das ZDF und sonst auch niemand, sagt mir, dass ich gendern muss. Ich benutze den männlichen und weiblichen Plural schon seit langer Zeit, weil ich es unbedingt will und es mir sehr wichtig ist. Es liegt mir am Herzen. Und so meinte ich es auch in der Live-Sendung. Kann schon mal vorkommen, dass in einer zweistündigen Live-Sendung nicht jedes Wort maßgeschneidert passt. Aber es ist so. Ich will es. Ich muss es nicht. Und wir als Team, als Fernsehgartenteam, haben aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass jede Menge Positives los ist in der deutschen Singer-Songwriter-Innenszene, ja? Und in genau diese, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Was ist da los? Ich kenne das ZDF, ich weiß, wie heiß begehrt die Moderatorenplätze sind, wie leicht man da rausfliegt. Gerade der Sommergarten, da geht es um Geld, um Existenzen und sicher sind bei den Öffentlich-Rechtlichen nur die Apparatschicks, diejenigen, die in der Hierarchie feste Plätze haben. Und die Freien, und das sind die Moderatoren, die sind so eine Art moderne Sklaven. Und wenn die irgendetwas machen, was nicht passt, dann fliegen sie und sie wissen, Butter ist teuer geworden, Champagner ist teuer geworden, Benzin ist teuer geworden, man hat Verpflichtungen, Miete oder Hypotheken und man will seinen Arbeitsplatz. Und so, nur so kann ich mir erklären, dass die Moderatorin hier genau das Gegenteil von dem sagt, was zu sehen ist, dass sie sozusagen Abbitte leistet. Und ich finde das menschlich einfach erschreckend. Also ich muss da an Alexander Solzhenitsyn denken und nicht in Lüge leben. Ich finde es gruselig, wobei ich Verständnis habe, dass jemand an seine Existenz denkt. Ja? Und es ist auch mit Sicherheit wahr, dass das ZDF keine offizielle Anweisung hat, dass man nicht gendern darf. Aber jeder weiß, wenn man da nicht gendert, wenn man sich gegen diesen links-grün-woken Zeitgeist stellt, dann ist man auf dem Abstellgleis, dann gibt es eben beim nächsten Mal keinen Auftrag mehr, dann ist die Karriere vorbei. Und dieses Lügen, dieses offensichtliche Lügen, wo jeder weiß, das ist Lüge, das erinnert mich wirklich an den Sozialismus. Und das ist gespenstisch, dass man so etwas im neuen Deutschland wieder erleben muss. Jetzt noch eine kurze Ergänzung von der Moderatorin, die sie gemacht hat. Hören sich das auch noch an. Und wir als Team, als Fernsehgartenteam, haben aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass jede Menge Positives los ist in der deutschen Singer-Songwriter- Innenszene, ja? Und in genau diese, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Kiewel, trotzig zur Bild. Alles, was ich sage und schreibe, mache ich aus tiefster Überzeugung. So bin ich. Eine Frau, der das innen am Herz liegt. Und auch wichtig, jeder soll es so machen, wie er es selbst für richtig hält. Und wir als Team, als Fernsehgartenteam, haben aktuell so ein bisschen den Eindruck, dass jede Menge Positives los ist in der deutschen Singer-Songwriter- Innenszene, ja? Und in genau diese, nicht das Gesicht verziehen, ich muss.
Besonders merkwürdig ist Kiewels Aussage vor dem Hintergrund, dass sie sich im letzten Jahr noch lustig machte über das Gendern, weil sie von MenschInnen sprach. Und das konnte man nicht anders als Sarkasmus auffassen. Wie ideologisch die Öffentlich-Rechtlichen aber beim Thema Gendern sind, zeigt Ihnen jetzt ein kurzer Ausschnitt von den ZDF-Kollegen vom ARD, wo man eine Sprachumgestaltung vorschlägt, ein neues Personalpronomen. Unfassbar, schauen Sie es an. Die Endung ens, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Also immer, also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb, sondern ens Käufer und ens Einkaufskorb. Und das wäre eine neue Form, die eben dazu führen würde, dass wir die Genderfreiheit, die ja jetzt gesetzlich als Möglichkeit festgeschrieben ist, auch tatsächlich umsetzen können. Sagen, was ist, war vor langem die Parole eines großen Nachrichtenmagazins, die öffentlich-rechtlichen Sender stehen für das genaue Gegenteil. Dieses System ist in meinen Augen nicht mehr reformierbar. Es ist ein System, das demokratiegefährdend ist. Es ist ein Belehrungsjournalismus und umso wichtiger sind Gegengewichte. Umso wichtiger ist es, dass Sie hier liken, dass Sie abonnieren, dass Sie unterstützen. Vielen Dank und ich werde die Öffentlich-Rechtlichen auch weiter kritisch verfolgen, das verspreche ich. Danke, ciao. Den aufmerksamen Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass ich in meinem letzten Video gesagt habe, dass, wenn ich noch dazukomme, ich noch die Bundespressekonferenz mit Lauterbach dechiffrieren möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht dazugekommen, ich hatte so viel anderes zu tun. Der Wahnsinn quillt aus allen Ecken, man hat so viel zu schreiben, dass ich es nicht geschafft habe. Und mein Wunsch, das zu tun, also die Motivation, der Ansporn war auch relativ gering, deshalb freue ich mich auf Ihre Reaktionen, wie wichtig euch das ist, dass ich da noch ein kurzes Dechiffrier-Video mache. Vielleicht entlasst ihr mich ja ohne, aber wenn der Wunsch groß ist, dann werde ich mich doch nochmal auf den Hosenboden setzen, denn manche sagen ja immer, warum ignorieren Sie Herrn Lauterbach nicht einfach, aber solange er Gesundheitsminister ist, ist es schwierig, ihn zu ignorieren und sein neuester Streich ist, dass er sozusagen Feindeslisten, Hasslisten von bösen Journalisten im Internet weiterverbreitet, steht auf meiner Seite. Schauen Sie es an. Alles Gute, jetzt mache ich Schluss. Danke, ciao.